Hallo, mein Name ist John Gracer. Seit meiner Kindheit bin ich vom Paranormalen besessen. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ist das Paranormale wirklich oder nur ein Hirngespinst? Kommt mit meinem Team und mir auf die Spur des Paranormalen und lasst es uns beweisen. Wir haben die beste und aufwendigste Ausrüstung, die es überhaupt zu kaufen gibt. Wir gehen an Orte, die keiner wirklich betreten will. Seid jetzt auf jeden Fall mit dabei. Wir sind Spook Squad. Das alte Crafton Farmhouse. Verwende das Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu hindern. Finde mit dem EMF-Messgerät Beweise für das Übernatürliche. Easy. Soll ich noch ein Kruzifix mitnehmen? Wenn du noch Space hast. Reinschmeißen einfach. Ja. Also muss halt in dem Raum liegen, wo der Geist dann aktiv ist, ne? Ja. Alright, let's go. Das alte Crafton Farmhouse. Wir machen uns auf den Weg. Die neuen Mieter sind da. Ach, das Licht ist aus, Standard bei... Ja, fortgeschritten, ja. Müssen wir erstmal gucken, wo wir es ankriegen. Ich halte gleich mal Ausschau nach Orbs. Was mit Sicherungskasten? Weiß nicht, wo der ist. Hier oben bei der Toilette waren es nur 7 Grad, das ist der 6,4. Wo bist du? Ja, 0,1, aber kein Minus. Ich komm nach oben. Du komm mit der Kamera. Oh ja, EMF. EMF geht ab, oder wie? Ja, es geht. Willst du's raus? Wow! Hab ich gedroppt? Ich hab einen Orb auf der Kamera. Ja. Wie viel EMF? 4. Okay, ich probier's mal mit der Ghostbox. 1,5 Grad, Jungs. Bleibt aber bitte vor der Türe stehen. Ich geh mal kurz raus und lock. Wo bist du? Bist du verletzt? Möchtest du was von McDonald's? Oh Gott, die ist hier lang gelaufen. Was für ein EMF-Level hattest du? 5? 4? Ich hab die gerade im Dots gesehen, die ist von rechts nach links direkt vor mir vorbeigelaufen. Im Dot? Ja, im Dot. Nochmal die Frage, möchtest du was von McDonald's? Dann komm mal kurz raus, wir gucken, was für Geister das sind, was wir noch brauchen. Rennen. Also die hat gerade irgendwas nach mir geworfen, als ich gefragt habe, ob sie was von McDonald's möchte. Hast du die Kamera aufgestellt? Nee, doch, die Kamera steht auf der Kommode. Also wir haben Beweise, haben wir Geisterorb und Dots auf jeden Fall schon mal. Ah, die ist gerade vorbeigelaufen. Da ist der Orb. Ich würde sagen, wir packen das letzte Kruzifix noch in den Raum, oder? Weil wenn die anfängt zu jagen, muss es ja in dem Raum sein. Ja gut, ich probiere es jetzt erstmal noch mit Schwarzlicht wegen Fingerabdrücke und ich nehme das Geisterbuch noch kurz mit. Also wir haben Benjin, Yurai, Yokai, Raichu und Taiye. Dots und Geisterorb. Ich komme in Frieden. Benji bräuchte noch Fick. Wenn du hier bist, schreib etwas in das Buch. Ein Taiye, das Geisterbuch. Der Raichu EMF Level 5. Boah, alter Creepy. Ja, Fingerabdrücke noch mitnehmen. Wer hat das, Luke?
Ja, ich bin gerade dabei, alles mal abzuleuchten und die berührt hier direkt die Türe und ich habe keine Fingerabdrücke. Ja, aber denk dran, bei mir hat sie auch nicht immer gleich Fingerabdrücke hinterlassen. Wow, sie ist hinter mir, sie ist hinter mir! Sie ist hinter mir! Lass mich raus, Bro! Das Kreuz hat gerade so hart geglüht! Was hat geglüht? Das Kreuz direkt vor mir hat auf dem Boden angefangen zu glühen und die stand direkt vor mir. Ja, ist geschafft. Oh nein, mein Herz. Mein Herz verpackt es nicht. Also noch eine Kerze. Mir ist schwarz vor Augen. Ich nehme noch das Kreuz mit. Warte, ich nehme die Kerze. Ich bleib jetzt hier drin und beobachte die Kamera. Wer hat noch Infrarot? Infrarot? Nee. Ich kann nicht mehr. Ich nehme die Kamera und mache ein paar Fotos da drin. Also zur Vorsicht würde ich mal eine Sanity nehmen, Alter. Ja. Einfach nur, um mal ein bisschen safe zu sein. Ich gehe rein und versuche, die jetzt abzulichten, Alter. Ich guck mit den Temperaturen. Und das Kreuz schmeiß ich dann in Gang. Ja. Also die stand hier oben direkt in der Türe drin. Wie heißt die eigentlich? Ich habe die schon wieder vergessen. Irgendwas Alexander. 5,2, 8,6, 3,3. Alter, die ist bestimmt hier auf dem Bild drauf. Das ist bestimmt die in der Mitte oder so. 0,5, 0,1. Was? Alter. Aber keine Gefriertemperaturen. Bleib bei 0, Wollt ihr mal rausgehen kurz? Wegen der Kerze? Ja, kein Problem. Ja, mach das. Tschüss. Viel Spaß. Also ich denke, Gefriertemperatur können wir streichen. Okay, die Kerze. Hallo? Was? Die Kerze ist aus. Hat die sofort ausgeblasen. Ja, wir haben es geschafft. Achso, das warst du. Och Mann, Alter, hör doch auf. Ich krieg einen Herzinfarkt. Wieso geht dieses Licht eigentlich nicht an? Alter, wir haben nicht einmal einen Sicherungskasten gefunden, oder? Nein. Ich hab gedacht, für der hier draußen, aber ist er nicht. Alter. Wie sieht's aus mit der Geisterbox und dem Geisterbuch? Habt ihr das mit? Nein. Geisterbuch liegt immer noch oben. Achso, scheiße, ja, wir brauchen ja noch einen Hinweis. Also ich habe Gefriertemperaturen jetzt mal gestrichen, weil es ist nicht, es ist auf 0,1 Grad, aber nicht unter minus 0. Jetzt bleibt Benji, Yokai, Raichu und Taiye. Benji braucht Fingerabdrücke. Ein Raichu braucht EMF Level 5. Ein Taiye braucht das Geisterbuch. Zeigt es direkt Minustemperaturen oder erst wenn die kommt? Ne, eigentlich sofort. Zeigt direkt, ja. Dann streichen wir das raus, oder wie? Ja, Yokai, was brauchen Yokai noch? Oh, die macht die Türe wieder zu. Was hatten die da in dem Badezimmer? Geisterbox. Also Geisterbox hat sie bei mir nicht reagiert, ne? So, ich nehme mal nochmal für Fingerabdrücke was mit. Hat sie nicht reagiert? Nein, hat nicht reagiert bei der Geisterbox. Dann brauchen wir noch einmal das EMF. Ich geh kurz rein, ich teste das mal. Was willst du testen? EMF. Wenn die dann wirklich da ist, mal gucken. Vielleicht ist sie auf 5. Wo war denn der Sicherungskasten jetzt? Sollten wir vielleicht mal finden. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Ah, ich habe ihn. Licht geht jetzt. Lichtschalter. Da. Oh, Gott sei Dank. Ein bisschen wenigstens Licht. Oh, da fühlt man sich gleich heimisch hier mit den sauren Gurken auf dem Tisch. Was ist sie? Ja, das EMF hat
EMF hat ausgeschlagen bei der Kloschüssel. Vielleicht ist ihr Kot radioaktiv oder so. Oh. Hallo. Hallo. Ja, spül doch mal. Vielleicht, wo ist die Spülung? Geht nicht. Ich hab schon an dem Ding gezogen. Schmutz. Aber guck mal, das Kreuz ist halt hart am Glühen, ne? Obwohl, so... Oi. Tür zu. Ich komm mit. Ich bleib bei dir. Jungs, wir haben eigentlich rein theoretisch alles erledigt. Wir müssen nur noch den Geist rausfinden. Ja, das ist halt jetzt die Frage. Was sollen wir da noch herausfinden? Das ist halt das Problem. Also Fingerabdrücke haben wir ja keine. Also... Hast du Fingerabdrücke ausgiebig schon getestet? Nee, eigentlich nur die Türe, wo sie berührt hat. Wo bist du? Bist du frustriert? Ja, die will nicht mit mir reden. Die will nicht. Lass mich. Warum sperrst du mich da immer ein? Du musst alleine sein. Die schmeißt die ganze Zeit hier irgendwo. 5, EMF 5. Okay, jetzt ist sie sauer. Mrs. Alexander, wir gehen erstmal wieder. Ja, dann lasst raus, wir haben unsere Beweise. Ja, lass die mal abchecken. Unsere Beweise. EMF 5. Das ist ein Reitschuh. Dann ist es ein Reitschuh. Ja, lass gehen, wir haben's. Ja. Luke, du auch? Ja. Also Karen, Alexander, vielen Dank. Es war schön. Tschüss. Oh, nice. Natürlich war es ein Raichu. Holy shit. What the fuck? Was geht hier ab? Oh mein Gott, hört ihr auch dieses Flüstern? Die atmen. Chillt mal. Ich will da nicht rein. Boah, ist das creepy. Liebe Leute, bevor wir jetzt in die nächste Runde reinspringen, gucken wir uns erstmal hier das Halloween-Update an. Die Lobby hat sich hier, oder unser Versteck hat sich komplett verändert. Boah, der sagt, help me. Die schreien nach Hilfe. Ich will euch ja helfen. Wie kann ich euch helfen? Sagt mir, kann ich jetzt hier eigentlich irgendwas grabben? Nein, ne? Das geht immer noch nicht. Oh. Oh, hier liegt ein Feuerzeug. Das ist neu. Oh, da passiert was. Oh Gott. What the fuck? Oh, liebe Leute, hier liegt eine Taschenlampe. Oh, Schwarzlicht. What the fuck? Okay, das kann sein, wir kriegen jetzt doch hier irgendwo Hinweise. What? 666. Alles klar, 666666. What the fuck? Don't look in. Ja, wenn du mich so warnst, dann will ich es gern sehen. Was ist da? Da steht jemand, Leute. Was ist mit der? Hallo, Ma'am? Ma'am, kann man Ihnen irgendwie helfen? Anscheinend nicht. Well, always be with you. Es ist immer mit mir. Und wir haben gesagt, du sollst nicht gehen. We said, don't leave. Okay, creepy. Oh, da ist ja noch mehr. We still here. You can't escape. Oh, da steht ja auch was. You shouldn't have taken these. Ja, habe ich schon öfters benutzt. Danke für die Warnung, aber es kommt ein bisschen zu spät. Alrighty, dann würde ich jetzt an der Stelle sagen, ab in die neue Runde. So, meine Lieben, was müssen wir machen? Bewegungssensor. Wehre den Geist während einer Jagd mit Räucherstäbchen ab.
Stelle die Anwesenheit eines Geistes anhand einer Bewegungssensor fest. Reinige den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Okay, eigentlich easy, oder? Standard. Ich nehme Standard wieder mit. Dann nehme ich erstmal die Kamera. Ich bereite erstmal das wieder vor. Carol Dyer, Alter. Einzelperson. Carol Dyer? Die hat man doch schon, oder? Ich weiß es nicht. Carol Dyer. Die war bestimmt böse. Also ich habe EMF dabei, Taschenlampe und Bewegungssensor. Stromkasten ist unten im Keller, so wie das aussieht. Huh? Nee, Garage. Also Steffen, das hast du auf Albtraum alles nicht mehr. Gott's los! Auf. Du hast ja jetzt schon deinen Dinger nicht mehr, oder? Ah, doch. Los geht's los, meine Lieben. Hallo, die neuen Mieter sind da. Ich check mal kurz den Stromkasten, wo der ist. Jo, hab ihn. Easy peasy in der Garage. Ja, ja. Ja, alles an. Mach mal ein bisschen für Sanity an. Ja, ich guck mal gleich, dass ich Dinger. Vielleicht einen Ort. Ich hab noch keinen kalten Raum gefunden. Ich gehe nach oben, erster Stock. Mal Luki Luki machen hier. Hier ist scheint's gut zu sehen. Ja, lass mal gucken, vielleicht finde ich einen Orb. Hier ist anscheinend gar nichts. Carol! Wo bist du, Carol? Die hat vor mir die Türe zugemacht. Wo bist du? Erster Stock Badezimmer. Ne, da war ich gerade drin. Die hat gerade hier die Türe zugemacht. EMF hier oben drin, ja. Wie stark ist das EMF? Oh ja, ich hab einen Orb. Nein. Ich hab einen Orb hier drin. Kamera ist geplaced. Warte. Der Bewegungssensor muss ich hinstellen. Ja, kannst an die Wand klemmen. Nice. Ich versuche gleich mal zu kommunizieren mit der Ghostbox. Da die aber auf Einzelpersonen reagiert, müsstet ihr mich allein lassen. Ihr knarzt überall. Alrighty. So, du bist ja im Bewegungssensor drin, gell? Ne? Nee, ich stehe links daneben, ich bleib hier. Ich geh noch kurz in das eine Zimmer und guck wegen Temperaturen. Wo bist du? I'm behind you. Sie hat gesagt, I'm behind you. Die steht direkt hinter mir, Bro. Wie geht es dir? Luke, warte ganz kurz, rede noch mit der. Carol, wie geht es dir? Dass ich das am Dinger abchecken kann wegen Dots. Carol, sollen wir gehen? Go. Sie hat Go gesagt, dass wir gehen sollen. Wie geht es dir? Ja, okay, ich sehe den Geisterorb, Loop. Alright, ich habe so ein bisschen Angst hier drin gerade, weil die ganz ruhig mit einer Frauenstimme gesagt hat, geh. Also so richtig go. Dann geh mal raus. Aber magst du die Kamera in den Flur stellen und den Dot auch? Hast du eine Hand frei? Hab ich, ja. In den Flur direkt, oder was? Ja, dass ich sehe, wenn sie aus dem Bad rausläuft. Wie ist das? Ist okay. Alright, dann komme ich erstmal runter und hole neues Equipment. Die macht die Türe zu. Die lässt jetzt mal offen hier, ja? Danke. Komm zurück. Ich habe hier noch einen Sensor reingemacht. Ja, perfekt. Ja, lass das mal raus. Vielleicht können wir auch noch einen Kruzifix irgendwie ins Badezimmer werfen. Dann ist sie ein bisschen ruhiger, die Olle. Alter, das war gerade richtig creepy, wie die mit mir gebabbelt hat. Boah. Okay, ich hole einen Kruzifix und ich würde es mit dem Geisterbuch eventuell im Badezimmer noch probieren. Also ich hatte keine gefrorene Temperatur. Ich nehme mal den Infrarot mit.
Achso, warte mal, wir können ja schon... Die Türe angefasst. Geisterbox und Geisterorb haben wir schon mal, ne? Mare, Yokai oder Onryo. Ah, ich hab die Geisterbox vergessen. Warte. Was haben wir? Geisterorb und Geisterbox. Luke, warte. Wow. Lichter sind auf jeden Fall aus und gerade eben habe ich hier an der Treppe was gehört. Komm, sei bitte lieb. Wir sind doch nur die neuen Mieter. So fängt jeder Horrorfilm an. Wir starten neu, das ist ein Neuanfang. Neues Haus. Und dann sind alle tot. Schreib in das Buch, Carol. Wenn du hier bist, schreib was in das Buch. Also Luke, ich sehe an der Türe, sehe ich keine Fingerabdrücke. Warte mal, ich habe noch das Kruzifix, das schmeißen wir jetzt mal hier rein. Holy shit, ist das weit geflogen, komisch. Aber warte, vielleicht hörst du sie. Wo bist du? Minus 6,7. Dritter Hinweis. What? Minus 6,7? Ja, Gefriertemperatur ist da. Ich will raus. Alright, dritter Hinweis. Weil dann brauche ich Fingerabdrücke und so nicht mehr suchen, weißt du? Dann kann's aber nur noch der Onryo sein jetzt. Ja, stabil. Okay, was müssen wir jetzt noch machen? Wieso? Was habt ihr gefunden? Gefriertemperaturen. Oh. Also wir haben jetzt alle drei Hinweise. Wenn wir jetzt das andere rausstreichen, müsste eigentlich Onryo komplett bleiben. Ja. Ja. Ich habe Räucherstäbchen einstecken. Dann gehe ich mal rein und ich räuchere mal kurz das Badezimmer, weil da war die Olle, ja? Die Carol, Alter. Soll ich mal vorsichtshalber Kruzifixe mitnehmen? Eins liegt im Badezimmer, aber ich glaube, ein weiteres schadet nicht. Hallo, meine Liebe, wir sind wieder da. Achso, ich habe die Ghostbox angelassen. Ich wollte gerade sagen, what the fuck, was ist jetzt los? Ich räuchere. Ja, ich räuche einmal. Und schön ausräuchern. Und runter damit in die Toilette. Warte mal, ich mach das Ding mal aus. Das Kreuz sieht auch noch gut aus. Ich schmeiß das mal hierher. Gutes Buch toucht die ja eh nicht an. Wir haben ja alle Dinger. Aber vielleicht müssen wir die Bewegungssensor... Steppen, willst du die eventuell... War Bewegungssensor eine Aufgabe? Ja, tiefer hängen. Weil manchmal... Manchmal ist es ein Kind. Hat geklappt mit dem Räucherstäbchen. Perfekt. Hast du tiefer gehängt? Ja, ich hab's hier im Flur. Räucherstäbchen für die Jagd, Luke. Mach die Tür zu bei mir. Ja, die war... Komm raus! Hey, nein, die will ich alleine da drin haben, Alter. Sollen wir zumachen? Gefällt... Soll ich dein Kruzifix hier vor die Treppe legen noch? Ja, macht Sinn. Oder hier im Flur. Carol! Oh, ich bin so wehrlos. Ich glaube, ich gehe nochmal raus und hole mir nochmal Räucherstäbchen. Ja, ich nehme jetzt auch Räucherstäbchen mit. Wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir das Licht wieder anmachen, ne? Ja, alleine will ich da jetzt nicht rein. Wieso nicht? Ist doch voll entspannt da drin, oder? Boah, Alter, meine Sanity ist schon bei 53. Also ich mach's nicht mehr lang, wenn ich keine Pillchen nehme. Also wir haben noch zweimal Räucherstäbchen. Ich habe auch eins in der Hand. Perfekt. Oh, sie ist durchgelaufen. Lichtsensor, ja. Ja, sehr geil, okay. Dann wäre den Geist während einer Jagd mit Räucherstäbchen ab. Ja, easy, oder? Aber wann beginnt denn jetzt die Jagd, wenn sie sich zeigt eigentlich, gell? Wenn sie die Türe zumacht und wir nicht mehr rauskommen. Dann, glaube ich, beginnt die Jagd. Okay, die rennt da oben im Flur rum. Sie ist oben, ja. Weil ich schaff's nie mit dem Räucherstäbchen, Digga. Ich glaube, du musst frühzeitig. Also wenn die sich manifestiert, musst du dann recht früh... ich gehe mal runter und mach das Licht wieder an. Ich bin allein und das ist voll okay. La 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 la, mach das Licht an und bitte zum Lichtschalter. Ach, danke. Im Licht ist es doch so viel schöner.
Mensch, Kerl! Oh, aber nicht mehr Licht anmachen. Ja, ich habe unten ziemlich viel an. Warte, wie heißt die nochmal? Carol Dyer. Carol Dyer, ich beschwöre dich. Carol Dyer, ich beschwöre dich. Lynche Treffnix. Carol Dyer, komm in unsere Mitte. Wo bist du? Die ist aber so passiv, oder? Sie macht die Türe bei mir zu! Nein, das ist... Nein! Jetzt gleich geht's richtig los und keiner glaubt dem anderen. Oh Gott. Carol Dyer, komm in unsere Mitte! Ich hoffe, du stirbst. Wenn ich hier sterbe, suche ich euch heim, Alter. Ja gut, aber die reagiert halt nur auf Einzelpersonen, ne? Ja gut, wer will? Also ich muss Sanity schauen. Guck mal, wie sie beide einfach loslaufen. Ja, kein Problem, ich bleib hier. Ich glaube, ich habe noch die meiste Sanity. Du machst es. Ich mach das. Ja, kein Problem. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ey, Luke, der Ball liegt hier unten. Ja, ich habe den runtergeworfen. Deswegen habe ich gesagt, lustig wäre, wenn das Ding wieder hochfliegen würde. Ach so. Achso, das wart ihr, Alter. So, jetzt bin ich hier alleine drin. Ich habe am wenigsten Sanity. Ich fühle mich halt absolut nicht wohl. So, by the way. Aber sobald das Licht an ist, ist eigentlich alles cool. Hey, da liegt eine Zahnbürste. Carol, hast du die Zahnbürste hier rumgeschmissen? Carol Dyer, ich beschwöre dich. Komm in meine Mitte. Carol? Ich lass dir ein Bad. Das war nicht so gemeint. Bitte lass mich gehen. Carol Dyer, wir haben doch schon miteinander gesprochen. Wo bist du? Es passiert einfach nichts. Hier, lass die Türe offen jetzt, Mensch. Was willst du denn die Türe immer zumachen? Alter, Herzinfarkt. Luke, warte, ich bring dir kurz was. Ah, fuck, wie kann ich dir die Kopflampe droppen? Gar nicht, gell? Nein, ich habe keinen Slot mehr. Zieh dir mal eine an. Achso, ihr wollt es so richtig schön ego-mäßig haben, so Ego-Perspektive? Ja, nice. Ja, schon. Das heißt, wenn ich draufgehe, dann seid ihr live dabei. Geil. Hey, nein. Bleibt mir halt einfach nur am Leben, ne? Was sagt meine Sanity? Ich bin immer noch bei 71. Ja, easy, Alter. Ich bin voll der Pro. Oh, sie ist durchgelaufen. Ja, genau so. Genau so. Ja, siehst du was, ja, ne? Ja, ja, perfekt. Carol Dyer! Wo bist du? Ey, Luke, du machst das super, Alter. Alter? Ja, die hat das scheiß Licht wieder ausgemacht. Jetzt muss ich komplett runterrennen. Aber ich mach das. Ich mach das. Kein Problem. Okay, ich fühle mich ganz leicht unbehaglich hier jetzt. So alleine in dem Haus. Aber hey, das geht schon.
So, habt ihr das Popcorn schon bereitgestellt? Fast. Steffen macht schon wieder komische Geräusche, neben. Alter, das Licht flackert im Badezimmer. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Oh shit! Oh shit, das erste Kreuz brennt. Carol! Hör auf, Carol! Hör auf! Das flackert. Zünd an, zünd an. Ich komm rein. Ist geschafft, ist geschafft. Ich hab nur Blut, komm ab. Meine Lampe flackert auf. Nein, sie hat mich! Sie hat mich! Sie hat mich! Wo bin ich? Wo bin ich? Nein! Das bin ich! Das bin ich! Luke, tut mir leid, aber. Warte! Habt ihr alle eingewählt, Luke, du auch? Ich hab eingewählt, aber die warten wahrscheinlich jetzt ein Zeichen auf, von mir. Luca, wenn du eingewählt hast, schmeiß was gegen den Namen. Was schmeiß ich? Ich nehme die Tasse hier. Liebe Leute, ich hab mein Leben verloren. Auf der Suche nach dem Paranormalen. Wir haben es bekommen. Er hat's verstanden. Ab nach Hause, nehmt mich mit. Ich suche euch jetzt für immer heim. Und natürlich ist es der Unrio. So, wir wären dann auch schon wieder am Ende von diesem Video. Meine Lieben, ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Oktober, ein wunderschönes Halloween-Fest. Und ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.